Moin. Herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Wir beschäftigen uns mit der Historie der Baureihe 50. Als Beispiel habe ich hier dieses wunderschöne Modell von Märklin mitgebracht. Und dazu gibt es auch tatsächlich ein ganz, ganz umfangreiches Video, was sich ausschließlich mit diesem Modell beschäftigt. Das ist jetzt hier nochmal oben für euch verlinkt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Wenn du jetzt von diesem anderen Video hierher gekommen bist, ist das ja quasi für dich der Teil 2 zur Historie und dem Vorbild, also der Baureihe 50. Und darum soll es heute gehen. Man muss jetzt bei der Baureihe 50 wissen, es handelt sich um die meistgebaute Standard-Einheitslokomotive. Und das bedeutet wiederum, dass es unglaublich viele Varianten gibt. Und das wiederum bedeutet dann auch, dass unglaublich viel später verändert wurde. Das heißt, ich spreche heute mit euch im Allgemeinen über die Baureihe 50 und über die Zusammenhänge. Das ist das, was ich ja in diesen Videos versuche, euch mitzugeben. Ihr könnt auf Wikipedia selber lesen, wie schnell die Lokomotive war, was sie gewogen hat, wie lang sie war. Das kann man da alles wunderbar nachlesen. Dafür braucht ihr mein Video nicht. Was ich euch mitgeben möchte, ist die Zusammenhänge. Das heißt, welche Bedeutung hatte diese Lokomotive? In welchem Zusammenhang ist sie entwickelt worden? Alle diese Dinge. Und natürlich auch nochmal der Blick jetzt konkret auf dieses Modell hier, was von Märklin hier nachgebildet wurde, also die Betriebsnummer 2640, was die Geschichte dieses Lokomotivmodells ist. Spulen wir also nochmal ein bisschen zurück bei der Baureihe 50. Wo kommt die her? Ich habe eben schon einmal den Begriff Einheitslokomotive verwendet. Es handelt sich auch bei der Baureihe 50 um ein Modell aus dem Einheitslokomotivprogramm der Deutschen Reichsbahn. Und dieses Programm ist entstanden in den 1920er Jahren, nachdem die Deutsche Reichsbahn ja gegründet wurde mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenschluss der Länderbahn. Das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie wenn man heute viele unterschiedliche Firmen fusioniert zu einem großen Konzern. Und so war das damals auch. Nur, dass man kein Excel hatte, keine E-Mails und keine Teams-Calls oder Zoom-Calls, sondern sich halt persönlich treffen musste, Briefe schreiben musste und vielleicht dann mit einem Rechenschieber quasi gearbeitet hat. Aber am Ende war es genau dasselbe. Man hat also einen großen Konzern geschaffen aus vielen Einzelgesellschaften und hat dann festgestellt, dass man mit über 200 Lokomotivsorten, noch nicht mal konkreten Lokomotiven, sondern Arten an Lokomotiven, einfach ein unübersehbare Menge an Wartung hatte, eine unübersehbare Menge an unterschiedlichen Anforderungen hatte, die alle unter einen Hut gebracht werden mussten. Und das hat sich ja auch fortgesetzt durch die gesamte Lieferkette der Eisenbahn. Also nicht nur, dass man in der Wartung über 200 unterschiedliche Lokomotiven kennen musste. Man musste die entsprechenden Teile vorhalten und bestellen. Man musste das Personal entsprechend ausbilden. Man musste auch das Fahrpersonal entsprechend vorhalten, sodass man für jeden Lokomotivtyp die entsprechende Menge an Personal geplant hat. Und man musste ja auch dann überlegen, was soll mit diesen Lokomotivtypen später passieren. Also die haben ja auch keine ewige Lebenszeit, sondern da gab es ja auch welche, die vielleicht zum Ende der Lebenszeit schon waren, welche, die ganz frisch entwickelt waren, wie die spätere Baureihe 78, also die preußische T18, die ja quasi noch gebaut wurde zu dem Zeitpunkt. Und so gab es also seitens der Deutschen Reichsbahn eigentlich ein fast unüberschaubares Problem im Bereich der Lokomotiven. Und dann hat das Reichsverkehrsministerium eine Kommission ins Leben gerufen. Da waren Vertreter der Beschaffung quasi aus den Länderbahnen mit dabei, Vertreter der neuen Reichsbahn. Und die sollten sich zusammen ein Programm überlegen für den Lokomotivbestand in Zukunft. Das heißt also projiziert auf die 30er, 40er Jahre, was braucht die Reichsbahn, wie soll die Reichsbahn aufgestellt sein? Und da hat man sich überlegt, dass es Sinn macht, für ähnliche Aufgaben die gleichen Lokomotiven zu verwenden. Dass man also nicht die 100% Genauentwicklung hat, für eine bestimmte Strecke, was vorher Länderbahnen oft gemacht haben, dass man wirklich ganz, ganz speziell angepasste Lokomotivmodelle sich hat entwickeln lassen, sondern dass man sagt, es gibt eine bestimmte Baureihe, die ist für diese Art von Einsatz vorgesehen und geeignet. Beispiel die Baureihe 01 als eben Schnellzuglokomotive im Personenverkehr oder die Baureihe 44 als schwere Güterzuglokomotive.
Das waren einfach Lokomotiven, die bestimmte Parameter erfüllt haben, Geschwindigkeit zum Beispiel oder Zugleistung, alle diese Sachen, das war festgelegt. Und damit hatte man im Endeffekt so eine Art Standard geschaffen. Und das waren diese Einheitslokomotiven. Dann hat man gesagt, okay, ich habe diese grundsätzlichen Lokomotivklassen geschaffen und jetzt möchte ich, dass möglichst viele Teile über verschiedene Klassen dieser Lokomotiven einsetzbar sind. Deswegen werdet ihr Dinge wie zum Beispiel dieses Führerhäuschen hier hinten, was so aussieht, bei ganz, ganz vielen Einheitslokomotiven wiederfinden. Also das Führerhäuschen der Baureihe 01 sieht fast genauso aus. Das Führerhaus der Baureihe 44 sieht auch fast genauso aus. Das Führerhaus der Baureihe 24, die viel, viel kleiner ist, sieht auch eigentlich genauso aus und wirkt viel zu groß optisch für diese Lokomotive. Man hat also versucht, einheitliche Teile zu verwenden. Und das kennen wir heute aus dem Automobilsektor genauso, dass zum Beispiel dieser modulare Querbaukasten bei VW ja eine Innovation in den, glaube ich, 90er Jahren waren, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen, verschiedene Fahrzeugkategorien mit den gleichen Teilen auszustatten. Und das war damals auch schon die Idee bei den Einheitslokomotiven. Das war tatsächlich für die damaligen Verhältnisse 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts ein sehr innovativer Gedanke. Also das war ein Zeitpunkt, zu dem in quasi anderen europäischen oder weltweiten Lokomotiventwicklungen jetzt noch nicht gesagt wurde, wir versuchen einheitlich zu arbeiten, sondern es wurden spezielle Modelle neu entwickelt. Und das war hier der ganz große Unterschied, dass man versucht hat, möglichst einheitlich die Teile zu verwenden. Und das hatte nichts zu tun mit irgendwelchen Kriegsvorbereitungen oder irgendeiner Kriegsproduktion, sondern das war viel früher noch aus der Erkenntnis heraus, dass man gar nicht in der Lage ist, diese Menge an Individualentwicklungen irgendwie in Zukunft auch weiterzuführen, wie sie die Länderbahnen vorher als einzelne Gesellschaften vorangebracht hatten. So viel also zum grundsätzlichen Gedanken der Einheitslokomotive. Das zweite war dann, dass das deutsche Lokomotivbauwesen, also die Lokomotivfabriken in Deutschland, im damaligen Deutschen Reich, unglaublich leistungsfähig waren. Und da gab es zwei Gründe für, die da maßgeblich das Ganze beeinflusst haben. Das eine war, dass die deutsche Industrie auf Grundlage des Ersten Weltkriegs einfach eine riesige Produktionskapazität aufgebaut hatte. Weil man 4 Jahre lang von 1914 bis 18 riesige Mengen an Kanonen, Munition, was auch immer allem produziert hatte, sodass man eine riesige Industriekapazität aufgebaut hatte. Und dazu gehörte ja auch der Bau von Lokomotiven natürlich, in gewisser Weise. Das heißt, also, man hatte eine extrem leistungsfähige Industrie, die grundsätzlich auch erstmal nicht beschädigt war. Also der Unterschied Erster Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg am Ende für das Deutsche Reich war ganz eklatant, dass der Erste Weltkrieg endete, als die Deutschen oder die Reichswehr des Deutschen Reiches ja im quasi Feindesland stand. Also in Frankreich und Belgien. Das war die Westfront. Die war weit weg vom Deutschen Reich. Das heißt also, die Industrie im Deutschen Reich selbst war in keinster Weise beeinflusst jetzt durch Bomben oder Kriegsereignisse. Auf der anderen Seite, die ehemalige Ostfront, die ist ja schon 1917 mit einem separaten Frieden beendet worden, weil ja durch die Revolution in Russland quasi dort Deutschland eigentlich gewonnen hatte, de facto, auf der Seite. Also die Ostfront war fertig und die Westfront befand sich in Belgien und Frankreich. Also das Deutsche Reich stand von der Industrie her erstmal heil da. Und dann gab es den Versailler Vertrag, der Reparationszahlungen vorsah. Und diese Reparationszahlungen waren einerseits finanzieller Natur, andererseits aber auch materieller Natur. Das heißt also, es umfasste sowohl Maschinen aus der Industrie, es umfasste aber auch fertige Produktionsgüter. Also die Alliierten waren da schon in gewisser Weise schlau, dass man gesagt hat, naja, ich nehme dir nicht die ganze Lokomotivfabrik weg, wie sie ist, grundsätzlich erstmal, sondern ich verlange von dir, Deutschland, dass du pro Jahr so und so viele Lokomotiven lieferst. Man nimmt also das fertige Produkt, muss es nicht mal mehr selber produzieren. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Produktionskapazität und die Erfahrung in der Produktion großer Mengen an Lokomotiven in der deutschen Industrie schon vorhanden war,
sodass so ein Plan, dass man quasi innerhalb von 10, 15 Jahren den kompletten Lokomotivpark auf ein ganz neues System und auf neue Technologie aus damaliger Sicht, wie sowas hier, umstellt, machbar war. Das hätte zu dem Zeitpunkt unter diesen Voraussetzungen kaum eine andere Industrienation schaffen können. Die USA hätten es mit Sicherheit geschafft, wenn sie gewollt hätten. Aber ansonsten, weder in England noch in Frankreich oder sonstigen größeren Industrienationen, war die Kapazität vorhanden, den gesamten Lokomotivpark innerhalb von 10 Jahren auszutauschen. In Deutschland mangelte es tatsächlich an einer Sache, und zwar war das Geld. Durch diese Reparationszahlung, durch die Wirtschaftskrise, durch die Inflation, die alle dann im Endeffekt ja auch dazu geführt haben, dass man sich in den 30er Jahren in einer Diktatur wiederfand, nachdem man ja kurzfristig eine Demokratie hatte in Deutschland. Diese ganzen Sachen haben auch dazu geführt, dass dieses Einheitslokomotivprogramm der Deutschen Reichsbahn nicht in der Geschwindigkeit umgesetzt wurde, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hatte. Und das wiederum führte dazu, dass man sich erstmal um die Hauptbahnen gekümmert hat. Also Baureihe 01 habe ich schon mal kurz angerissen. Das war Schnellzug-Personenlokomotiven. Da ging es relativ schnell, das ging schon in den 20ern los. Dann schwere Güterzuglokomotiven, wie die Baureihe 44, wurden auch mit Beginn der oder Ende der 20er Jahre, 1928, glaube ich, bei der Baureihe 44, schon gefertigt und ausgeliefert. Und danach hat man sich dann um die Nebenbahnen gekümmert. Und auf den Nebenbahnen brauchte man eine leistungsfähige Güterzuglokomotive. Und da kam die Baureihe 50 ins Spiel, die für eine Nebenbahnlokomotive unglaublich mächtig aussieht. Muss man ganz klar sagen, das war eine Riesenmaschine, 23 Meter fast lang. Und für eine Nebenbahnlokomotive wirklich gut. Allerdings, das war eins der Hauptmerkmale, das könnt ihr jetzt hier nur so ein bisschen sehen. Ich kann euch ja mal so durch angucken hier. Vielleicht seht ihr mich dahinter ein bisschen. Ist mit dem Licht jetzt schwierig, mit dem Scheinwerfer da vorne. Die Lokomotive war sehr, sehr luftig aufgebaut. Also es gibt hier einen Luftraum quasi von hier vorne bis da, wo der Kessel mehr oder weniger schwebt. Das führte dazu, dass die Achslast, auch aufgrund dieser vielen gekuppelten Achsen, die ihr hier seht, die war relativ niedrig. Die betrug also nur 15 Tonnen etwa. Und das führte natürlich dazu, wenn ich so eine geringe Achslast von nur 15 Tonnen habe, dass ich hier tatsächlich in der Lage war, eben auch Nebenbahnen mit dieser sehr leistungsfähigen Lokomotive zu versorgen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, was Nebenbahnen leisten können, was Hauptbahnen leisten können, aber eins der Hauptunterschiedsmerkmale war eben, wie viel Gewicht an einem bestimmten Punkt kann eine Strecke ab. Der Kurvenradius auch noch ein bisschen, wie schnell man da fahren konnte, aber primär eigentlich, wie viel Gewicht kann ich auf einen bestimmten Punkt auf der Schiene bringen, ohne dass sie kaputt geht. Das heißt also, dass der Schotter das nicht mehr aushält oder solche Sachen. Und das war bei der Nebenbahn eben deutlich weniger als bei einer Hauptbahn. Und deswegen konnten Lokomotiven mit einer Achslast von 18, 19, 20 Tonnen auf einer Nebenbahn nicht fahren. Aber mit 15 Tonnen wie hier, das hat funktioniert. Also, erstes Merkmal, Verteilung des Gewichts auf viele Achsen hat dazu geführt, dass man eine relativ niedrige Achslast hatte. Man konnte mit dieser Lokomotive dann von der Anforderung her in der Ebene einen Zug von 1200 Tonnen ziehen. Das war die Anforderung. Um es ins Verhältnis zu setzen für euch, die schweren Güterzuglokomotiven, die sollten im Mittelgebirge, also auf Steigungsstrecken, 1200 Tonnen ziehen. Das war so ein bisschen die Differenzierung. Der zweite Aspekt, der diese Lokomotive noch massiv hervorhebt, auch für ihre spätere Entwicklung, ist, dass sie vorwärts wie rückwärts gleich schnell fahren konnte. Das konnten die meisten Lokomotiven aufgrund der Auslegung des Fahrwerks, aber auch aufgrund des gesamten Aufbaus nicht. Die hatten quasi eine ideale Fahrtrichtung und eine nicht so ideale Fahrtrichtung. Und
Bei der Baureihe 50 war es einfach notwendig, dadurch, dass sie so relativ groß war und die Nebenbahnen meistens nicht über entsprechend große Drehscheiben verfügten, dass man in beide Richtungen gleich schnell fahren konnte. Deswegen hatte sie auch am Tender, das seht ihr hier, so eine Schutzeinrichtung hier, sodass man im Endeffekt auch aus der Richtung hier eine, ja, glatte Frontwand hatte, wie man sie auch vorne hatte mit Fenstern. Ja, also das heißt, im Endeffekt war das Führerhaus in der Mitte angeordnet. Auf der einen Seite war die Maschine, auf der anderen Seite die Betriebsstoffe, quasi der Tank, also hier Kohle und Wasser in dem Fall. Und in der Mitte war dann der Führerstand mit Blick in beide Richtungen. Das heißt, vom Konzept her gar nicht mal so großartig anders als die späteren Diesellokomotiven, die in der Mitte diesen Führerstand haben. Und zu beiden Seiten dann Motor und Tank und solche Sachen. Nur, dass das hier eben ganz klar getrennt war. Auf der einen Seite quasi der Tank aus Kohle und Wasser und auf der anderen Seite der Motor, also die Dampfmaschine. Insofern eigentlich ein recht modernes Konzept. Was noch dazu kam, war die Tatsache, dass diese Lokomotiven der Einheitslokomotivenbauart grundsätzlich eigentlich nicht auf eine Massenproduktion ausgelegt waren. Also man hatte zwar ein einheitliches Programm, einheitliche Teile, aber der Zusammenbau der Lokomotiven, das war doch immer noch ein Individualbau. Einfach auch aufgrund der Mengen. Also ich habe, weil ich euch ja so viel zu erzählen habe, habe ich mir hier auch so ein paar Spickzettel ausgedruckt. Und in Summe wurden von den normalen Einheitslokomotiven 7753 gebaut. Das klingt echt nach Massenproduktion, oder? Allerdings, zum Beispiel von der super berühmten Baureihe 01 wurden gebaut 231. Von der auch sehr berühmten Baureihe 24 wurden gebaut 95. Und so geht das hier eigentlich weiter. Von der Baureihe 64, das ist jetzt mal ein Massenprodukt, wurden gebaut 520. Nur um mal so ein paar Beispiele rauszunehmen. Und von der Baureihe 50 wurden gebaut 3164, laut dieser Liste. Es gibt unterschiedliche Quellen, es gibt auch welche, die sagen 3159 oder so, aber über 3000. Wenn wir jetzt die Baureihe 44 als schwere Güterzuglokomotive mit knapp 2000 Exemplaren noch draufrechnen, heißt das, dass von diesen beiden Baureihen 50 und 44 über 60% der gesamten Einheitslokomotiven waren diesen beiden Baureihen zuzuordnen. Da muss also irgendwas Spezielles passiert sein, warum man von diesen beiden so viel gebaut hat und von den ganzen anderen für die verschiedenen Aufgaben im Verhältnis nur so wenig. Also weniger als ein Zehntel davon von den Personenschnellzuglokomotiven der Baureihe 01. Was war das, was passiert war? Ja, das war grundsätzlich tatsächlich der Zweite Weltkrieg. Denn der Grundplan der Deutschen Reichsbahn sah nie vor, dass man über 3000 leichte Güterzug-Nebenbahnlokomotiven bräuchte. Wofür hätte man die gebraucht? Also realistisch jetzt hätte man vielleicht 300, 400 Lokomotiven gebraucht. Und so war die auch konstruiert vom Gedanken. Die war als effiziente, moderne, hochwertige, leistungsfähige Dampflokomotive gebaut und konzipiert. Das heißt, also hier ist wirklich Hightech reingeflossen, was damals möglich war, um eine Lokomotive eben so effizient wie möglich zu machen. Das gab es hier an Technik in der normalen Baureihe 50. Interessant ist dann allerdings, dadurch, dass man eben so ein bisschen gebraucht hat, durch Wirtschaftskrise, politische Umstellung und so weiter, hat man länger gebraucht, bis die Nebenbahnen eben dran waren bei den Einheitslokomotiven. Das war jetzt bei der Baureihe 50 erst 1937 der Fall. Und wenn ihr euch jetzt irgendwo im Internet informiert, zum Beispiel Wikipedia, da ist es sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen so, dass dort der Text beginnt mit: Diese Baureihe wurde im Rahmen der Kriegsvorbereitung in Deutschland beschafft. Und das ist, wenn es schon nicht faktisch komplett falsch ist, zumindest wirklich eine fiese Unterlassung. Das ist auch in der englischen Version so und das ist auch in vielen, vielen anderen Quellen so. Die Baureihe 50 war aber nicht als Kriegslokomotive designt. Die war designt als Modell, was vielleicht 300 Exemplare umfasst und im Frieden schön auf Nebenbahnen durch die Gegend fährt.
Jetzt hat durch eben die politische Entwicklung in Deutschland, durch die Kriegsvorbereitung, diese Baureihe eine extreme Bedeutung bekommen. Und zwar war es so, man hat also 1937 angefangen mit der Entwicklung und hat dann im April bis Juli 1939 die ersten Maschinen ausgeliefert. 12 Stück. Die wurden von der Fabrik Henschel, glaube ich, ja, Henschel und Sohn, abgeliefert. Die ersten 12 der Baureihe 50. Das war im Juli 1939. Im September 1939 wurde der Zweite Weltkrieg durch den Überfall auf Polen begonnen. Bedeutet, der Großteil der Produktion dieser Lokomotive lag eben im Zweiten Weltkrieg. Und es war eine Lokomotive, die unglaublich viele Dinge vereinte, die man da brauchte. Also erstmal war der Transportbedarf durch den Transportbedarf der Wehrmacht massiv gestiegen, und zwar um viele 100%. Man brauchte eine leistungsfähige Lokomotive, die also Kriegsmaterial schnell und effizient transportieren konnte. Und die musste wiederum auch in der Lage sein, natürlich Nebenbahnen zu bedienen. Also eine Hauptbahnlokomotive war ziemlich eingeschränkt, wenn es darum ging, irgendwie die Truppen an der Front zu versorgen, weil dann brauchte man eine Hauptbahn in der Nähe. Und wenn das halt nur eine Nebenbahn war, dann hatte man Pech gehabt. Insofern wurden also von der Baureihe 50 viel, viel mehr gebaut als zum Beispiel von der Baureihe 44, die als schwere Güterzuglokomotive eben nur Hauptbahnen versorgen konnte, einfach weil sie zu schwer war. Man hat von dieser Baureihe 50 dann in den folgenden Kriegsjahren noch bis 1943 über 3000 Stück gebaut. Und zwar verteilt über ganz Europa, also in fast jeder Lokomotivfabrik, die durch das Deutsche Reich besetzt wurde, quasi, also im Gebiet war, das durch das Deutsche Reich besetzt wurde oder im Deutschen Reich selber angesiedelt war, wurden diese Lokomotiven gebaut. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Das heißt also konkret im Deutschen Reich, in Rumänien, in Österreich, in Polen und in Frankreich wurden diese Lokomotiven gefertigt. Der Großteil unbenommen natürlich in den deutschen Lokomotivfabriken, die diese riesigen Kapazitäten hatten aufgrund der Reparationszahlungen vorher. Ja? So, man hat also riesige Mengen davon gebaut, hat aber festgestellt, dass diese Lokomotive viel zu kompliziert ist und viel zu viele Materialien verwendet, die man importieren musste, und das konnte man ja nicht mehr, weil man sich im Kriegszustand befand. Und damit ist eigentlich diese Aussage, dass die Baureihe 50 hier eine quasi Kriegslokomotive ist, schon in sich falsch, weil dann hätte es keine Kriegslokomotiven gebraucht. Es gab nämlich in Deutschland dann die Entwicklung, dass man gesagt hat, wir brauchen solche Kriegslokomotiven. Und Kriegslokomotiven hatten andere Maßstäbe. Kriegslokomotiven waren nicht darauf ausgelegt, besonders effizient zu sein, sondern sie waren darauf ausgelegt, wartungsfreundlich zu sein, also möglichst in jeder Umgebung, was Temperaturen angeht, was Zustand der Schienen, was Zustand des Wartungspersonals und der Wartungsmaterialien angeht, in eigentlich jeder Umgebung gewartet werden zu können und betrieben werden zu können. Unabhängig davon, ob sie jetzt effizient waren. Das Zweite war dann, dass diese Kriegslokomotiven in der Produktion sogenannte Heimmaterialien nur verwenden sollten. Das heißt also, es wurde auf alles verzichtet, was importiert werden musste. Es wurde also zum Beispiel Stahl eingesetzt, wo man vorher Kupfer oder andere Materialien hatte, die eben teurer waren, die man vielleicht für den Flugzeugbau brauchte. Oder Aluminium oder sowas. Das wurde ja alles in den Flugzeugbau gesteckt oder in den Panzerbau. Und jetzt wurden bei den Lokomotiven quasi heimische Materialien verwendet, sodass man sich da auf Basics reduziert hat. Es wurden auch in Summe dann über 1000 Teile eingespart. Und jetzt haben wir hier ja die klassische Baureihe 50, allerdings als sogenannte UK, also 50 UK. Das ist eine sogenannte Übergangskriegslokomotive in der Konstruktion ursprünglich gewesen. Das heißt, man hat eine Baureihe 52 gedanklich entwickelt, die weniger effizient war, die einfacher zu produzieren war, die aber auch einfacher zu warten war. Und man hatte die Baureihe 50. Jetzt hat man die Produktionslinien stückweise umgestellt und
aus der Baureihe 50 die 52 gemacht, indem man diese Vereinfachung umgesetzt hat. Das hat jede Lokomotivfabrik in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit und Reihenfolge gemacht. Und deswegen gab es solche Mischvarianten zwischen der normalen 50er und der 52er Baureihe. Und die nannten sich 50 UK, Übergangskriegslokomotive. Und die waren sehr uneinheitlich. Da gab es nicht den gewissen Standard, sondern die waren alle ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was schon umgesetzt wurde, bei welchem Modell. Heißt konkret jetzt bei diesem Modell hier, sieht man hier vorne sehr, sehr schön, dass die Bleche, die eigentlich wie so eine Art Schutzbleche hier über den Zylinder rübergingen, hier vorne in dem Bereich, dort, die sind hier nicht mehr vorhanden. Das ist eine dieser Umsetzungen oder eine dieser Veränderungen, die gemacht wurde, dass man die Lokomotive massiv vereinfacht hat und gesagt, naja, eigentlich sind diese Bleche hier vorne zwar nicht unsinnvoll, sonst wären sie ja gar nicht da, aber man kann auf sie verzichten, man braucht sie nicht zwingend. Das ist so eine der Veränderungen. Was allerdings hier zum Beispiel bei dieser Lokomotive noch nicht geändert wurde, ist, dass man hier immer noch zwei Fenster hat. Bei der Baureihe 52 und bei den späteren UKs hat man das vordere Fenster einfach weggelassen. Weil es ging ja darum zu vereinfachen. Warum sollte man zwei Fenster hintereinander haben, wenn der Sinn des Fensters ist, dass man an der Seite rausgucken kann nach vorn und hinten? Braucht man eigentlich nur eins, oder? Zwei ist zwar ganz nett, aber jetzt nicht zwingend notwendig. Das ist hier allerdings jetzt noch nicht umgesetzt. Genauso hat diese Lokomotive hier jetzt Windleitbleche in dieser Version, was auch nicht unbedingt der Standard mehr war bei den Übergangskriegslokomotiven. Und wir haben hier hinten auch noch den normalen Tender. Die Baureihe 52 hat einen vereinfachten, geschweißten Wannentender gehabt, so heißt er. Den kennt ihr vielleicht, der sieht so ein bisschen rund aus von der Form. Und es gab eben auch Mischlokomotiven, die quasi beides hatten. Das heißt also, hier haben wir eine Mischvariante aus der normalen Baureihe 50 und dieser sogenannten Baureihe 52 Kriegslokomotive, die UK hier noch relativ früh. Kann jetzt bei diesem Modell hier allerdings auch daran liegen, dass Märklin hier eine Variante der Baureihe 50 im Zustand 1967 darstellen möchte. Da komme ich ein bisschen später zu, was die Bundesbahn jetzt aus der Lokomotive gemacht hat. Also einige der Veränderungen können auch damit zusammenhängen. Aber grundsätzlich wurden also über 3000 gebaut in quasi allen verschiedenen Lokomotivwerken im Zweiten Weltkrieg. Und diese Lokomotive war dann zusammen eben mit der Baureihe 52, von der über 7000 gebaut wurden, mit 10.000 Exemplaren, wirklich die Standardlokomotive. Die absolute Standardlokomotive ist diese Baureihe hier. Sie fuhr 80 km/h in beide Richtungen. Das ermöglichte es ihr auch, unterschiedliche Dinge zu machen. Also nicht nur Güterzugverkehr, sondern auch Personenzugverkehr wäre mit der Geschwindigkeit theoretisch möglich gewesen. Und in gewisser Weise hat sie das im Krieg ja auch gemacht. Denn da wurden ja nicht nur Panzer und Lastwagen und Kriegsmaterialien von A nach B gefahren, sondern auch Soldaten in den Wagen. Insofern war das schon damals eine wirklich, ja, so die eierlegende Wollmilchsau der Lokomotiven. Sie konnte auf Nebenbahnen, sie konnte relativ schnell fahren, sie konnte in beide Richtungen gleich schnell fahren. Sie wurde eingesetzt für den Güterzugverkehr, weil sie viel ziehen konnte. Sie war aber auch schnell genug, um eben Personenzüge abzubilden. Also es war so eine eierlegende Wollmilchsau, die man hier geschaffen hatte. Und dadurch, dass man so viele davon hatte, haben auch viele den Krieg überlebt. Das heißt also, tatsächlich sind von den über 3000 gebauten klassischen Baureihe 50 Lokomotiven über 2500 noch an die Deutsche Bundesbahn bzw. an die Bahn nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland gegangen. Woran lag das? Weil eigentlich ist ja unglaublich viel kaputt gegangen. Und zwar wurden diese Baureihe 50 Lokomotiven, weil sie ja noch ein bisschen komplizierter waren als die echten 52er Kriegslokomotiven, relativ schnell wieder zurück in Richtung des Deutschen Reiches, also des klassischen Reichsgebietes von vor dem Krieg, zurückverlegt. Als man sie dann nicht mehr brauchte, sondern ersetzen konnte durch die Baureihe 52, die bei tiefen Temperaturen besser war, die einfacher zu warten war,
wovon mehr vorhanden war, die auch quasi beim Thema, welche Kohle wird verfeuert, nicht ganz so anspruchsvoll war. Alle diese ganzen Sachen, da hat man gesagt, also an der quasi Front, je näher man an der Front ist, gerade in Osteuropa, ist die Baureihe 52 besser aufgehoben gewesen. Und dementsprechend sind also die Baureihe 50 Lokomotiven in sehr großer Zahl heil und sicher wieder in das ursprüngliche Reichsgebiet zurückgekommen. Und deswegen haben so viele eben auch den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und deswegen sind aber auch so viele Baureihe 52 Lokomotiven entweder im Bereich der späteren DDR oder eben auch im Bereich der gesamten späteren UdSSR bzw. des Warschauer Paktes verblieben. Weil die eben im Bereich der Ostfront im Zweiten Weltkrieg massiv eingesetzt wurden, wo die Baureihe 50 schon ein bisschen zu filigran war und deswegen eher wieder zurückgeholt wurde. Also, über 2500 sind an die Deutsche Bundesbahn gegangen und davon waren einsetzbar dann noch 2159 laut Wikipedia als Quelle. Damit war das gemeinsam mit der Baureihe 44, die eben für die schweren Züge auf Hauptbahnen zuständig war, die meistvertretene Lokomotive, die die Bundesbahn überhaupt hatte. Und die Baureihe 44 und die Baureihe 50 haben gemeinsam bis weit in die 50er Jahre hinein eigentlich den gesamten Güterverkehr der Bundesbahn dann abgebildet. Dann kam schrittweise die Dieseltraktion und hat die Dampflokomotiven abgelöst, weil sie eben kostengünstiger war, weil sie einfacher in der Wartung war und so weiter. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war das die absolute Standardlokomotive. Und was die Baureihe 50 dann noch hervorgehoben hat, ist die Geschwindigkeit. Mit 80 km/h konnte sie vollkommen problemlos auch Personenzüge normal auf Nebenbahnen bewegen. Das war eine vollkommen angemessene Geschwindigkeit. Und damit war es dann wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Führt auch dazu, wir sprechen zwar über die Historie, aber wenn ihr Modellbahner seid, das ist ein Must-Have. Ihr müsst mindestens eine Baureihe 50 haben, wenn ihr euch irgendwie mit der Bundesbahn beschäftigt in den entsprechenden Zeiten, weil die sind überall rumgefahren. Heißt also, wir haben unglaublich viele von diesen Lokomotiven gehabt. Ihr kennt die vielleicht auch mit noch ein paar Anpassungen, Veränderungen. Und zwar, unglaublich viele, über 700, haben hier hinten eine Kabine auf den Tender bekommen. Da wurde also der Tender angepasst mit einer Kabine. Warum? Weil dieser Güterzug-Begleitwagen in Deutschland weggefallen ist. Man hat also quasi diesen Gepäckwagen, in dem vorher der Zugführer des Güterzuges mitfuhr, weggespart, indem man hier so eine Kabine reingebaut hat, wo sich dann quasi der Zugführer des Güterzuges befunden hat. Dann brauchte man keinen extra Wagen mehr hinten am Zug und hatte natürlich auch eine viel nähere Kommunikation zwischen beiden. Das waren aber ungefähr nur 700, bei denen das gemacht wurde, von diesen 2100. Dann war es so, dass weitere Veränderungen vorgenommen wurden. Das heißt, man hat bei der Bundesbahn, also auf westdeutscher Seite, die Lokomotiven, wenn sie denn noch nicht umgebaut waren, alle auf einen gewissen Stand gebracht. Und zwar hat man diese großen Windleitbleche, die ihr vielleicht auf alten Bildern noch gesehen habt, diese sogenannten Wagner-Windleitbleche, die unglaublich viel Material brauchen, weil sie hier quasi diesen gesamten Bereich abdecken vorne, ersetzt durch diese deutlich leichteren, die wir jetzt hier haben, diese kleinen, die sogenannten Witte-Windleitbleche oder Bauart Witte. Das sind diese hier. Wo die sich genau unterscheiden, würde heute viel zu weit führen, aber auch die Witte-Windleitbleche haben gut funktioniert und war natürlich deutlich materialsparender. Und Hauptpunkt, man konnte als Lokführer viel besser aus der Lokomotive nach vorne gucken, weil hier eben nicht so riesige Bleche mehr verbaut waren. Also der wirkliche Hauptpunkt war tatsächlich, dass man nach vorne einen viel besseren Blick ohne diese riesigen Windleitbleche hatte. Heißt aber auch, dass man die Lokomotiven, die gar keine Windleitbleche hatten, umgerüstet hat, dass sie wieder welche hatten. Insofern kann ich euch nicht sagen, ob dieses spezifische Modell diese Windleitbleche später erst bekommen hatte oder ob es die schon ab Werk hatte, tatsächlich. Was man auch noch gemacht hat, das ist jetzt wirklich ein Mini-Detail, aber man hat durch die Einführung der Oberleitung überall an den Dampflokomotiven hier diese kleinen Warnschilder angebracht, wie ihr das hier jetzt zum Beispiel dort seht oder hier oben an den verschiedenen Domen, diese kleinen weißen Dinger mit dem roten Blitz.
Wenn ihr sowas habt, deutet das natürlich immer schon darauf hin. Wir haben hier eine Lokomotive als Modell aus einer späteren Epoche, wo es auch eine Oberleitung gab und die Lokomotive jetzt viel auf Bahnen unterwegs war, wo eine Oberleitung überhaupt verbaut war. Vorher brauchte man das ja gar nicht. Und dann gab es noch ein paar weitere kleinere konstruktive Veränderungen, die die Bundesbahn hier vorgenommen hat. Dazu zählt unter anderem auch der Einbau des sogenannten Indusi-Magnetern. Das ist das, was ihr hinter der letzten Kuppelachse hier seht. Dieses rote Teil dort. Das ist hier beidseitig vorhanden, weil die Lokomotive ja beidseitig eingesetzt wurde, vorwärts wie rückwärts. Und das ist ein quasi ja ein Mittel zur Zugbeeinflussung. Das heißt also, man konnte damit dann keine roten Signale überfahren, weil dann eine Zwangsbremsung eingeleitet wurde und solche Sachen. Indusi würde auch wieder zu weit führen. Machen wir vielleicht mal, wenn es hier jemanden interessiert. Schreibt es mal unten rein. Genauso beim Thema Windleitbleche. Wenn ihr da mehr wissen wollt, Kommentar. Gut, aber solche Sachen wurden verändert. Insofern soll das konkrete Modell hier einen Bauzustand im Jahr 1967 darstellen. Und man kann also daraus gar nicht schließen, was die Baureihe hier dieses Modell mitbekommen hat ab Werk tatsächlich. Ja, also wie gesagt, es hätten auch sein können, dass da weniger dran ist, keine Windleitbleche oder sonstige Veränderungen noch. Zum Beispiel hier auch die Fenster, solche Sachen. Es wurden auch die Kessel teilweise ausgetauscht, weil die Baureihe 52 tatsächlich einen haltbareren Kessel bekommen hat, unabsichtlich als die Baureihe 50. Aber auch das würde uns noch weiter abschweifen lassen. Wir sind jetzt schon 36 Minuten im Video. Was man also wissen muss, es wurden über 2000 nach dem Krieg tatsächlich an die Bundesbahn noch mitgegeben. Es sind dann an die Deutsche Reichsbahn auch mehrere hundert gegangen. Allerdings war das jetzt nicht dort die Hauptbaureihe. Man hat allerdings dann bei der Deutschen Reichsbahn der DDR tatsächlich eine Baureihe 50.4 noch weiterentwickelt aus diesen Lokomotiven. Also insofern war das auch dort eine Erfolgsgeschichte. Und die Lokomotiven sind nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch in quasi fast alle europäischen Nachbarländer gegangen, in den meisten Fällen, weil sie eh schon da waren. Also die waren ja von der Wartung her anspruchsvoller, deswegen sind sie in Osteuropa nicht ganz so viel vertreten gewesen, aber zum Beispiel in Westeuropa, in Frankreich oder eben auch in Belgien oder so wurden die ja durchaus dann eingesetzt und sind dann teilweise auch nach dem Krieg erstmal da geblieben. Die wurden aber auch weiterverkauft, also es gab Varianten, die eben in den Niederlanden waren, von den Niederlanden dann nach Dänemark verkauft wurden. Also die dänische Staatsbahn hat diese Lokomotiven auch eingesetzt. Ich glaube, in Norwegen waren auch welche. Und insofern ist das ein sehr dankbares Modell in jeglicher Hinsicht für alle Modellhersteller. Könnt ihr euch vorstellen, weil man unglaublich viele Varianten mit kleinsten Anpassungen herstellen kann. Man kann eben auch unglaublich viele Farbvarianten herstellen, weil die Lokomotive quasi überall im Einsatz war. Und das führt eigentlich auch dazu, dass man sagen muss, das ist so der Inbegriff der deutschen Dampflok, bei der Menge, die hergestellt wurde. Das ist so die Standardmaschine schlechthin. Es wurden tatsächlich 1968 noch 1452 Maschinen bei der Deutschen Bahn betrieben. Und das ist verdammt viel. Wirklich verdammt viel. Das war die Baureihe mit den meisten Maschinen zu dem Zeitpunkt. Und dann wurden die bis 1977 bei der Deutschen Bahn noch betrieben. Also 1977 wurden die letzten fünf in Westdeutschland stillgelegt und 1987 die letzten bei der Deutschen Reichsbahn. Das ist also eine Lokomotivbaureihe, die eine unglaubliche Historie hat und die mit wirklich das erfolgreichste Modell schlechthin war, was es bei den Einheitslokomotiven gab. Also wo andere Modelle ein paar hundert Mal gebaut wurden, teilweise auch nur ein Dutzend Mal, wurde diese Lokomotive hier auch in der Abwandlung 52 über 10.000 Mal gebaut. Das ist herausragend. Und dadurch hat sie halt auch einen super Kultstatus. Jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss einmal zu dem konkreten Modell hier. Ich habe es ja schon kurz erwähnt, 502640 ist die Betriebsnummer dieses Modells. Und da hat sich Märklin hier tatsächlich eine ganz interessante Lokomotive rausgesucht.
denn es handelt sich um eine von nur 26 aus dem Lokomotivwerk, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ostrowice oder Ostrowice in der Nähe von Warschau. Das ist die Lokomotivfabrik Warschau gewesen, quasi von der Benennung her. Und die hat 26 Lokomotiven beigesteuert zu diesem Bau, der über 3000 der Baureihe 50. Und zwar wurde das konkrete Modell hier mit dieser Betriebsnummer gebaut im Jahr 1943, wurde dann ausgeliefert am 27.04.1943, ist dann im Einsatz gewesen, primär, weil sie ja so spät ausgeliefert wurde, im Bereich des ehemaligen Deutschen Reiches und ist 1945 in Frankfurt unter die US-amerikanische Besatzungszone gelandet oder ist in der US-amerikanischen Besatzungszone in Frankfurt dann gelandet, war dann bis 1949 eben unter den unterschiedlichen Verwaltungen der Eisenbahn, wie sie dann auch hießen, unterwegs, bis sie 1949 zur Deutschen Bundesbahn kam und habe da eigentlich ein ja, unspektakuläres Leben gehabt. Es gibt jetzt auch nicht wirklich viele Fotos oder so von dem Modell hier mit der konkreten Betriebsnummer. Es war einfach eine von ganz, ganz vielen, die still und heimlich ihren Dienst verrichtet hat. Sie war 1968 unter den da noch vorhandenen 1400 Lokomotiven und hat quasi die Benennung in die neue Baureihenbezeichnung dieser EDV-Nummern bekommen, dann als 052-6400. Also quasi eigentlich wie vorher, nur dass die Nullen ein bisschen verschoben wurden. Und sie ist ausgemustert worden 1976, gehörte also mit zu den letzten Lokomotiven, die in Deutschland im Einsatz waren. Und das Ganze fand dann statt in Limburg. Das heißt also, sie ist quasi im Bereich Frankfurt, Limburg in der Region unterwegs gewesen, auch vorher. Ich denke, das ist auch der Grund, warum MacLean sich hier für dieses Modell entschieden hat damals. Was heißt damals in der Produktion hier, weil es eine der letzten Dampflokomotiven auf den Gleisen der Deutschen Bundesbahn war, sodass man die auch problemlos sehr, sehr lange einsetzen kann in seinem gedachten Szenario auf der Modellbahn. Allerdings, und das ist so der einzige Wermutstropfen bei den ganzen 50er Baureihen, jetzt speziell natürlich auch bei der aus Polen, dadurch, dass die in so großem Maße in der Kriegsproduktion eingesetzt wurden, als quasi Lokomotive, die man über 3000 Mal gebaut hat, wurden die primär oder mit großem Anteil von Zwangsarbeitern natürlich auch gebaut. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das hat interessanterweise aber auch niemanden später ja interessiert. Das war halt einfach so. Aber alle Baureihe 50 Lokomotiven, bis auf die, die nach dem Krieg tatsächlich in Rumänien noch gebaut wurden, wurden mit von Zwangsarbeitern gebaut. Da gab es mehr oder weniger gar keine Ausnahme, außer bei den ersten 10, 12 Stück vielleicht. Aber das gilt ja für fast alle Lokomotiven in diesem Zeitraum. Wollte ich nur noch mal kurz dran erinnern, weil jetzt vor einigen Tagen ja die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz sich gejährt hat und deswegen einfach da nochmal ganz kurz der Hinweis drauf, bei den Lokomotiven, seien sie später von der Bundesbahn oder von wem auch immer im Einsatz, die wurden in Deutschland zwar in großen Mengen gefertigt, aber ganz, ganz viele der Arbeiter, die das gemacht haben, waren tatsächlich Zwangsarbeiter. Das heißt jetzt nicht, dass das KZ-Insassen oder sowas waren, aber es waren eben zur Arbeit gezwungene Menschen. Und das hat natürlich auch so ein gewisses Geschmäckle, was allerdings nach dem Krieg niemanden interessiert hat in ganz Europa. Die Lokomotiven waren da und deswegen mussten sie auch eingesetzt werden. So viel also zum Thema Baureihe 50. Was mich jetzt ganz speziell interessieren würde, ist natürlich eure Meinung zur Baureihe 50. Ist es ein Must-Have? Ist es kein Must-Have? Wo habe ich Fehler gemacht? Was habe ich ausgelassen, was unglaublich wichtig war? Schreibt es unten rein, bitte mit Quellenangabe im Idealfall, sodass wir da gar keine großen Diskussionen haben. Dadurch werden wir alle schlauer und ich weiß, wo ich auch hier Fehler gemacht habe, was ich vielleicht auch ausgelassen habe. Insofern da schon jetzt danke für eure Kommentare. Und wenn ihr jetzt das Video noch nicht gesehen habt zu diesem Modell, in dem wir uns ganz detailliert natürlich hier anschauen, was steckt eigentlich in dieser Baureihe 50 drin, dann würde ich euch das jetzt hier definitiv ans Herz legen, da einmal rüber zu schauen, sodass wir
für euch hier dieses gesamte Erlebnis haben, das schöne Märklin-Modell, aber auch die Historie. Für heute, wenn es für dich jetzt der zweite Teil war, war das ganz schön lange. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal auch wieder hier bist und freue mich natürlich über jedes Feedback. Bleib gesund, macht's gut, bis dann. Ciao.